was bisher geschah. Flugzeuge starten, Drogen landen. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Nels, Waffe runter! Habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles dir und Stoddard. Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Bevor die Spurensicherung kommt. Aber das ist... Ja, euer Ehren. Naja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy. Mendelssohn. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Das war ein Test. Na, wir mussten doch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Gut. Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist, aber die Sache eilt. Geht klar. Lol, lol, lol. Und damit willkommen zurück, auch von meiner Seite aus bei Battlefield Hardline. Dass das ein Test war, hätte ich niemals gedacht. Scheiße! Das CSI war schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Stoddard gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dawes. Wenn die Dienstaufsicht Winter von Krieg, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dawes, oder? Wenn Stoddard auffliegt, sieht das nicht gut aus. Er hat Dreck am Stecken, das weißt du genauso gut wie ich. Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn drankriegen können. Gern. Natürlich lässt du mich alleine da reingehen. Ich werde im Übrigen jetzt auch immer das, Vielleicht durchsuche ich den Müll. Das, was bisher geschah, das werde ich euch jetzt ab sofort dann auch immer zeigen, wenn ich rausgehe. Meinst du, Stoddard hat Freunde im Department? Und wieder neu reingehe. Dasselbe Zeug, das Nels Leute in die Everglades gekippt haben. Jetzt erscheint mir die Stimme aber tatsächlich ein bisschen lauter als beim letzten Mal. Korrupte Cops halten zusammen. Hoffentlich haben sie keine Beweise vernichtet. Wäre keine Überraschung. Stoddard ist ja keine... Sporttasche voller Geld. Nels hat einem Kerl namens Alpert an der Westküste Geld geschickt. Zwei von fünf, ja, also insgesamt sind es fünf. Achso. Kann ich hier jetzt noch weiter hoch, oder? Lol, okay. Okay, das ist scheinbar nicht gewollt, dass man hier hochkommt. Ich hatte es dann überrascht, dass man so weit hochklettern kann. Ich denke, wir haben hier jetzt erstmal alles. Also laufe ich mal weiter. Ja, der Scanner wird schon wieder vibrieren, wenn wir irgendwo vorbeilaufen, was wichtig ist. Hier ist angeblich nichts von interessant und wichtig. Sieht aus wie sein Büro. Aha. Ja, das ist sehr angenehm, dass einem das immer so gezeigt wird. Dass man nicht die ganze Zeit den Scanner ausgerüstet haben muss. Jetzt weiß ich gerade nur nicht,
Ach so, da. Einweg-Prepaid-Handys. Neue Bestellung. Nels Geschäfte liefen gut. 3 von 5. LOL, sprechende Tamu-Tamu-Plüschpuppe. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Nels war seine Synchronstimme. Nels als Anime-Sprecher, damit hätte ich nicht gerechnet. Nels versorgte also das Elmo-Hotel. Was genau soll das jetzt bedeuten, dass ich den Code noch nicht weiß, oder was? Okay, den Code kann ich doch knacken. Knacken kann ich ihn. Wie denn? Ach so, ich soll einfach nochmal probieren. Bingo. Remy Nels Versicherung, Aufnahme 1. Freitagabend. 14. August. Ich treffe mich mit Stoddard. Jetzt sollten wir unsere Zusammenarbeit so definieren, dass wir beide was davon haben. Ich denke... Stoddard. Hab ich dich. Kai, ich hab was. Ich komm runter. Lass mich raten. Das wird nicht ganz einfach. Ich bin hier unten im Container. Warum bitte im Container? Ich dachte, sie wartet im Auto. Oder wird es gleich doch wieder haarig? Kann ich mir gut vorstellen. Wir sind hier schließlich in Battlefield. Achso, hier! Was gefunden? Nels und Stoddard auf einem Tonband. Jetzt haben wir was für die Dienstaufsicht. Remy hat seine Kohle irgendwo gehortet. Stoddard sucht sie bestimmt auch. Sieh mal da. Was zum Teufel ist das? Scheiße, die ich nicht verstehen will. Im Internet steht, dass Domo Roboto in der Palm Court Mall der einzige Laden in L.A. ist, der diesen Mist verkauft. Da hätte er sein Geld nie versteckt. Nein, deshalb habe ich die Adresse des Lagers besorgt. Vorbeischauen können wir ja mal. Vor allem fragt er, was ist das, obwohl wir so eine Puppe schon selber gefunden und analysiert haben. Aber nun gut. Auf ins Lager. Bitte nicht unendlich lange Wartezeit jetzt, bitte. Bitte nicht wieder aufgehangen haben. Das muss ich jetzt jedes Mal befürchten bei dem Game. Das muss ich jetzt leider jedes Mal annehmen. Dass ich vielleicht wieder in einem unendlich Ladebildschirm gefangen bin. Kleiner Tipp, geh nicht durch den Vordereingang. Wenn Stoddard ohne mich rauskommt, geh vom Schlimmsten aus. Mach ich sowieso. Die Zentrale meldet einen verdächtigen Van. Ich folge ihm, okay? Okay, alles klar. Bleib in Kontakt. Da rein, Alter. Da rein mit vollem, mit Alarmanlage alles. Willst du mich verarschen? Okay, wie machen wir das am gescheitesten? Wenn ich sehe, dass hier zum Beispiel wieder eine Leiter ist, dann kann das nicht umsonst sein.
Ja, da war ein Dude auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht anschleichen können, ohne dass er uns sieht. Sieht tatsächlich aber danach aus. Atmosphäre wieder sehr nice mit dem Wind, dem Regen und... Ja. Das hat schon wieder was. Das war knapp. Warte, ich kann den festnehmen, ich kann den festnehmen. Das habe ich total vergessen, ist ja nur einer. Hände hoch! Los! Sneaken müssen wir nur machen, wenn es zu viele sind. Aber wie komme ich jetzt da hin? Vor allem darf mich auch beim Verhaften, darf mich auch niemand von denen irgendwie sehen, ne? Alter, ich kann das glaube ich nicht. Also Sneaky Peaky? Oh, das wird schwer. Das wird wirklich schwer. Ich meine, wir können es natürlich versuchen. Ich versuche es wieder so, so wie immer, ne? Ich versuche es so lange wie es geht, versuche ich es und sobald wir auffliegen, fliegen wir auf. Nothing we can do. Ich weiß nicht, ob der beim Kiffen mich sieht. Sieht er mich, wenn ich den jetzt hier... Hey, hier! Na super. Ja, er hat mich gesehen. Ja, den kann ich jetzt auch nicht mehr festnehmen, anders, oder? P90 ist jetzt auch nicht die allergeilste Waffe auf so eine Range, ne? Das ist aber unrealistisch viel, was die schlucken. Das ist jenseits von Gut und Böse. Hier drüben! Ich kann den Dude, der Perf-Befehl gesucht ist, jetzt leider nicht mehr so festnehmen. Die Tür sieht doch perfekt aus. Bruder, was? Von wo und wer hat das... Wer? Junge, ich frag mich immer, von wo und wer das... Wie machen die das immer? Die können mich durch, wenn das der Typ war, gerade eben, den wir jetzt kurz vorher noch abschießen wollten, dann hat er mich doch durch die Wand, dann hat er mich durch die Wand gekillt schon wieder. Ich folge ihm, okay? So was hasse ich. Alles klar. Bleib in Kontakt. Die treffen einen, obwohl man längst in Deckung ist. Das macht gar keinen Sinn. Es gibt bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, das alles stealth zu machen, aber jetzt mal ohne Witz, wie solche, die Typen, die beiden Typen da unten decken sich gegenseitig, das kann man nicht. Ich kann sie nur versuchen, wieder fest... Ja, ich könnte sie versuchen, sie festzunehmen. Ich muss sie wahrscheinlich sogar festnehmen. Nehme ich einfach mal an. Hände hoch! Los! Okay, okay. Das ist eine Tortilla-Fabrik. Sieht sauber aus. Okay, check das andere Gebäude. Scheint gesperrt zu sein. Nimm das Dach. Ach, guck mal. Aha, guter Plan. Das wäre natürlich gut zu wissen gewesen. Jetzt decken die sich nicht mehr. Das ist so ein Witz. Das ist so ein Witz. Überwältigen hätte hier funktionieren müssen. Oh. Aber es hat nicht die Aufmerksamkeit erregt. Okay, ich dachte schon. Dann war es nämlich ganz kurz davor. Aber wenn ich will die nicht schlagen immer. Ich will sie überwältigen. Muss wirklich warten, bis das da steht. Gut. So weit, so gut erstmal vom Ding her. Jetzt ist die Frage, ob ich vielleicht nicht lieber außen rumlaufen soll.
Wahrscheinlich sogar eher außenrum. Das Ding kann ich nicht kaputt machen von hier aus. Kein Problem. Ja, kein Problem. Ich weiß, dass kein Problem ist. Alter, das ist gottlos. Das ist so gottlos. Das kommt schon, das macht doch gar keinen Sinn. Also das macht doch wirklich gar keinen Sinn. Halbes P90 Magazin. Und ich bin mit einem Schuss fast tot, aber es ist halt Veteran, ne? Ich hätte wirklich ihn lieber vielleicht normal nehmen sollen. Hier muss er sein. Hätte mir einiges an Frust gespart. AK haben wir jetzt. Ich sehe ihn! Wo? Achso. Waren das jetzt bitte erstmal alle? Wenn du Stoddard findest, lass ihn reden. Vielleicht verklappert er sich ja. Leute, euer Gras ist mir scheißegal. Das ist in 2 Jahren ohnehin legal. Ich will einfach nur wissen, wer von euch verschiebt Nels Kohle? Das Geld hat er uns versprochen, Arschloch. Ja, okay. Seit gestern bin ich euer neuer Boss. Kapiert ihr, was das heißt? Was sagst du denn, wenn du einen Fall löst und die Lorbeeren sackt plötzlich jemand anders ein? Dann würde ich das ausdiskutieren. Und das sollten wir auch tun. Erst mit ein paar Typen runter. Jetzt müssen wir Stoddard tatsächlich festnehmen. Der ist also doch korrupt. Der ist also doch definitiv korrupt. Klingt überhaupt nicht nach Nerz. An der Stimme hat er wochenlang gefeilt. Zuerst klang es eher nach James Mason. Digga, warum muss der Typ gerade jetzt... Eine Waffe klingt nach James Mason. Das haben ihm viele gesagt. Aber mir hat's gefallen. Ah, verstehe. Du okay, ganz ruhig! Was ist hier los? Das ist, glaube ich, das ist jetzt ein bisschen schwierig, so wie die stehen. Von den Kollegen müsste ich mal erstmal ein oder zwei ausschalten. Hey Francis, hier Kevin. Ja, telefonier mal ruhig ein bisschen. AK One-Taps, definitiv. Anime ist offenbar auch eine Möglichkeit, Geld zu waschen. Vier gibt es hier insgesamt, 4 Beweismittel, aber ich glaube, hier gibt es jetzt wahrscheinlich keine mehr.
Oh, oh, oh. Halt! Hände hoch! Sieht nach einer Art Überwachungsterminal aus. Gewächshaus. Da ist es dort. Ja, dann darf ich den ja auch nicht killen, ne? Schätze ich mal. Alter, okay, das. Das sind aber nette Knospen. Aber wir haben Sichtschutz hier. Das ist das Gute. Wir können die alle überwältigen, solange wir die einzeln hier nur ernten. Pflanzen. Das Einzige, wozu die gut sind, ist Rauchen und Essen. Mission Impossible Stuff hier gerade. Dich erwischt als nächstes. I mean, solange die so isoliert voneinander sind, kann ich halt auch wirklich theoretisch einfach festnehmen. Wenn ich so laut schreie, müssten die das da hinten doch eigentlich alle hören. Das müsste jeder in der Halle theoretisch hören. Theoretisch. So, ganz ruhig. Ich glaube, Stoddard erklärt das, wie alles laufen wird. Polizei! Stehen bleiben! Vergiss es einfach. Okay, alles easy. Scheiße! Langsamer! Aha, rein in die Kante von der Wand. Halbe Fresse auf. Erstmal aufgemacht damit. So, hi. Du hier? Witzig. Ja, sehr. Nimm die Waffe runter. Ich steck sie ins Halfter. Nimm die Scheißwaffe runter! Nick, lass uns darüber reden. Nick, ich folge den Pennern im Truck. Negativ. Greif sie nicht an, Nick. Finde raus, wo sie hinwollen. Was zur Hölle war das? Nichts. Hier ist alles okay. Stopp! Nun kannst du mich nicht mehr festnehmen. Scheiße. Okay. Los, mein Dauser. Kooperation mit Stoner. Alter. Ach, echt? Warum bloß? Ja, okay, One-Taps mit der AK doch nicht, bringt doch nichts. Ja, okay, sorry, Digga. Sorry, dass ich existiere, sorry, dass ich da kurz nachlade. Sorry, dass ich nicht unsterblich bin. Alter, was ist das für ein Schwierigkeitsgrad? Das ist ja insane. Wie kann ich die erfolgreich headshotten, One-Tappen? Ich muss die halt killen. Sterben nicht durch Headshots. Ist denen scheißegal. Es ist denen ja wirklich alles kackegal. Insane. Ja, schießt du mal ein bisschen. Ich muss auch ein bisschen meinen Mate arbeiten lassen, habe ich das Gefühl. Wait, wo genau soll ich gerade hin? Achso, hier lang.
glaube ich. Oder? Ja. Mein Wagen ist draußen. Los jetzt. Aus irgendeinem Grund kam er gerade nicht mit und deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Ach ja, Tage in Miami, herrlich! Kai, wo bist du? Tom Korn! Du bist an der Mord! Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie... Oh, fuck! Kai? Komm her, sofort! Kai, ich glaube, die braucht Verstärkung. Egal, Mann, ich nehm dich fest. Mendoza, deine Partnerin steckt in der Klemme. Wir müssen ihr helfen! Los jetzt, lass meinen Wagen. Gezwungene Kooperation. In dem Fall muss ich ihm aber zustimmen, das ist so. Zum Laden. Okay, dann mal los. Nurse hat immer ein paar Leute in der Mall für Notfälle. Und die Typen hinter dem Keiler war, sind natürlich auch da. Was nicht sonst noch alles. Es wird nicht leicht. Wir sind Partner. Ah ja, das war ich auch mal. Für mich hätte Mendoza, verhaftet die gesuchte Person in der Nähe. Alter, bei dem Wetter. Godless. Ich möchte den Dude-Perf-Befehl festnehmen. Möglich. Warum musste der sich in dem Moment umdrehen? Das ist nicht fair. Du kannst so nicht gescheit, das ist einfach, das ist nicht fair und nicht möglich so. Oh, sorry. Schluss mit dem Alarm hier jetzt. Alter. Kriegt man viel Schaden pro Kugel auf Veteran, das ist echt ein Witz. Brandsatz! Manchmal ist aber auch einfach, ich denke manchmal, die sind, manchmal sieht es so aus, als würden sie viel aushalten, weil der rote Hitmarker nicht kommt für einen Kill, aber die sterben dann trotzdem. Ich glaube, die sind doch wesentlich schneller tot manchmal, als ich erstmal denke. Und dann buchte ich dich ein. Credum. Sonstige Wasser. Wie sieht's aus? Das sind ziemlich viele, du hattest recht. Das muss man nass lassen. Das sind ziemlich, ziemlich viele. Nerz hat diesen Laden für japanische Spieler. Und da ist noch ein per Haftbefehl gesuchter. Kai! Kai, ich höre dich nur ganz leise. Das kann auf jeden Fall nicht tun. Halt! Die Hände hoch! Ja, ja. Irgendwo! Findet sie! Sucht auf einen Hand!
Hände hoch! Polizei! Ja, ja, kein Problem. Polizei! Stehen bleiben! Oh Gott, das war kurz vor knapp. Wenn die so zügig laufen, kann ich aber nicht hinterher schleichen. Das ist ein bisschen das Problem. Ah, hier sind doch noch ganz schön viele. Was läuft denn hier? Hey. Keine Bewegung! Du bist verhaftet! Ja. Warte mal, wenn die zu zweit da sind gerade. Das dürfte funktionieren. Polizei! Hände hoch! Aber erstmal musst du noch weg. Ich bin ein Cop, ich bin ein guter Cop. Mann, du kleiner Bastard, musst das ja unbedingt losschießen. Das kann nicht wahr sein. Sorry, wegen dir ist der Einsatz geheim. Nick, meinst du echt, ich wäre Junge, ich gebe mir hier so eine Mühe und der... Warum schießt er los? Ich habe doch meine Waffe. Ich habe extra auf ihn geguckt auch. Und der zückt die Waffe und schießt, ohne nachzudenken. Das macht dich also mit Sicherheit mitschuldig. Ja, red einfach weiter, Stoddard. Ekelhaft, ekelhaft. Der eine Typ, den ich festnehmen muss für die Quest. Hast du das verstanden? Ich weiß, was sie sagen wollte. Na, ich habe das jetzt nicht so wirklich deuten können, aber passt schon. Die Missionen werden jetzt tatsächlich länger, hätte ich gar nicht gedacht. Also die bleiben ungefähr alle in der gleichen Länge, aber die Missionen werden jetzt auf einmal viel länger. Nick, Domo Roboto, das ist Nels Laden. Ach du Scheiße, die haben es abgesehen auf sie. Soll ich da heldenhaft jetzt einfach reingehen, oder? Das war jetzt einfach nur lost. Ich habe gedacht, ich kann das sneaken, aber ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen die einfach abschießen. Das ist halt so low. Oh, bitte. Bitte lass mich jetzt aber bei der Tür da wieder neu starten. Nicht nochmal alles neu machen. Kontrollraum und such Kai. Ja, okay, gut. Nick, Domo Roboto, das ist Nels Laden. Scheint beliebt zu sein. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr auf Stealth. Ich fick die jetzt. Geh da jetzt einfach rein und mach die platt. Okay, wird erledigt. Ja, vor allem müssen wir auch auf Headshots gehen. Los, Mendoza, bevor ihr alles zusammenkriegt. Bin doch schon dabei. Ich bin doch schon dabei. Ich bin doch schon dabei. Kai. Kai. Hey. Bist du okay? Oh, naja. Ja, doch. Hier sind die Stimmen wieder leise. Dos ist unterwegs. Wir sollten ihn im Hof treffen. Gut. Dann verhaften wir Stoddard. Wow, 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 wow. Da kommen mehr Leute von uns. Wir müssen ihn hier wohl rausschicken. Oh, weißt du das nicht? Vielleicht braucht er mich. Ich finde es so geil, wie wir so diesen Gerechtigkeitssinn, diesen Ausgeprägten haben und wir ihn aber einfach nicht verhaften können, weil wir ihn doch unbedingt brauchen. Weißt du, was mir noch will? Vergiss es, Stoddard. Ist doch fast schon poetisch, oder? Ja, gewinn
dich nicht dran. Sobald wir hier raus sind, bringen wir dich zur Dienstaufsicht. Und der Chef soll ein Rechtsanwalt sein. Fragen, was hier jetzt gerade passiert. Oh Mann, hast du das gesehen? Ja, den kann ich nicht festnehmen. Das ist Wahnsinn! Was ist das? Oder vielleicht doch. Und wir müssen hier raus. Mein Sohn, hast du wirklich vor, die Arschlöcher kommst du das? Doch, das funktioniert. Verdächtiger ist überwältigt. Verstanden, 13. MPD, du bist verhaftet. Alles klar. Do it. Officer ist am Boden. Ich hasse auf Veteranen zu spielen. Warum habe ich das gemacht? Das macht mir nur alles unangenehm. Und jetzt habe ich auch wirklich keinen Bock mehr. Und jetzt scheiße ich auch auf den Haftbefehl. Jetzt fick ich euch. Hallo? Jetzt wird es aber langsam ein ganz kleines bisschen lächerlich. Unangenehm. Wir müssen hier weg! Ja, wenn ich im Headshots verteilen besser wäre, dann könnte ich auch wirklich einfach die Pistole benutzen. Durchkommen, ist das eigentlich fast schon, muss das an Wunder grenzen. Oh, Alter, wenn ich das trifft, bin ich glaube ich wirklich tot. Das ist nicht einfach nur eine Cutscene. Also, Nick? Sergeant Karl Stoddard, du hast das Recht, zum ersten Mal in deinem Leben zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet Mendoza, werden. Es reicht. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Lass mich raten. Wer begann den Drogenkrieg? Ist die eine Crew, die andere ausradieren, bis keine mehr übrig war? Bis auf seine, Sir. Ich habe Hinweise, dass Nels mit einem Detective aus Miami zusammenarbeitet. Ich wusste immer, dass du den entscheidenden Beweis findest. Ich wusste es. Danke. Ich wusste es. Das ist schon... Hey, Nick, ganz ehrlich. Ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Wirklich dankbar. Leck mich doch. Nick, lass es! Geil. Die Dienstaufsicht wird einen Haufen Geld in deiner Wohnung finden. Genau $33.000. Exakt die Summe, die Nils zuletzt überwiesen hat. Tja, die Frage ist natürlich, was du mit dem Rest gemacht hast, Detective. Was zum Teufel soll das? Karl
Hai hat für dich gekämpft. Immer wieder. Warum hast du das Scheißgeld nicht einfach genommen? Alle korrupt, oder was? Ach, darum geht's hier? Wir haben's versucht. Ich war sicher, dass du bei uns deinen Platz finden würdest. Aber du... Du hältst dich ja für einen von den Guten. Oder? Gute gibt's nicht, Junge. Ich bin einer von dem Guten, ganz im Gegensatz zu euch, Fickern. Oh, wenn ich Rache üben kann, dann wird sie süß sein. Ist das die wirklich die Geschichte, wie wir... Kommen wir jetzt wieder zum Intro? Das ist ja fucking bodenlos, Alter. Das ist ja bodenlos. Eins, okay. Es ist schon fast 3 Jahre her, dass Nick Mendoza wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, das er nicht begangen hat. Die Wunden sind immer noch tief. Unfassbar. Unfassbarer Verrat. Und ich denke, jetzt kommen wir vielleicht wieder zu der Szene vom Anfang, wo wir in diese Strafanstalt geschickt werden. Die haben uns einfach was angehangen, was sie selber begangen haben, sozusagen. Die sind alle 3 korrupt. Ich hoffe, dass wir an ihnen Rache üben können. Erfahren wir es vielleicht im nächsten Part von Battlefield Hardline. Vielen Dank fürs Einschalten, haut rein, bis dahin und ciao.